Heute ein kurzer Blick auf die Kunststoffecken der Stoßstange. Beschränken wir uns erstmal nur auf Form, damit das Ganze nicht so unübersichtlich wird. Hier mal die Sache im Detail. Alte Variante, neue Variante. Man erkennt hier schon, das als gerade Kante, den Größenunterschied. Vielleicht ist durch die Kamera ein bisschen perspektivisch verzogen. Also die neuen deutlich dezenter, kleiner, die alten etwas grober, finisher. Und bei den neueren ist mir noch aufgefallen, gibt es Unterschiede in der Oberflächenstruktur. Sieht man vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Hier eher so raus strukturiert, das glatt, nur mit den Kratzern der Zeit, die halt so entstehen. Und was haben wir hier noch? Ein Exot, ein völlig labriger Kunststoff. Habe ich allerdings auch bloß eine linke Seite. Ist wirklich schlapprig, warum auch immer. Von den Teilenummern her ist es ganz normal eine Strich 10, also eine etwas modifizierte Variante. Und was noch aufgefallen ist, als ich mir habe ein paar gleiche Stoßstangenecken rausgesucht, um eine neue Stoßstange zu machen. Die Beifahrerseite, also die rechte Seite, hat die Teilenummer 2121-280-3152, die neuen Strich 10. Und hier haben wir das strukturierte. Und dann haben wir hier die 2121-280-3153-10. Aber 53 wäre eigentlich die Fahrerseite. Und die 3 ist hier ein bisschen abgesetzt und schwächer. Mache ich dann nochmal ein Foto von. Vermute ich mal ein Fehler beim Herstellen des Prägewerkzeugs. Ja, das zu den Stoßstangenecken. Die alten groben, die neuen etwas dezenteren. Im Überblick.